Ja, ich bin noch hier. Wenn ihr das nicht unser lieber freiberuflicher arbeitender Schönbau ist, der sich ehrlich die Mühe gemacht hat, mit mir zu sprechen. Ich hätte schon gedacht, der Erdboden hätte sich unter euch aufgetan und euch verschluckt, mein Junge. Ich bin erfreut, dass ihr überhaupt einen Gedanken an mein Wohlergehen verschwendet, eure Majestät. Allein, dass ihr euch meiner erinnert, ist zu viel der Ehre. Nur, das würde aber bedeuten, dass ihr ein guter Kumpel von mir seid und nicht der verlotterte, unabhängig arbeitende Dieb, der auf unserem Territorium wildert. Ihr seid mir einer, Yoshi. Yoshi, wo es genehm ist, euer Majestät. Wo ich herkomme, wird so ein Kursename nur von... Nun lasst es mich so ausdrücken. Wir sind noch nicht vertraut genug dafür. Da habt ihr wohl recht. Seid ihr endlich angekommen, um die Schulden für eure jüngsten Aktivitäten zu begleichen? Oder werden wir so lange spitze Worte austauschen, bis ich mich gezwungen sehe, etwas ganz Hässliches zu tun? Hier bin ich, wie ihr befohlen habt, eure Majestät. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ich dachte, das wäre der Fall, aber ihr habt offensichtlich etwas wesentlich Besseres geleistet. Eine eurer Reisegefährten interessiert mich brennend und sie ist jetzt hier. Vielen Dank. Ihr werdet doch nicht zulassen, dass ihr etwas zustößt, eure Majestät. Das wäre eine armselige Behandlung meiner Ehre, wenn ein Gefährte von mir wegen meiner Schuld in Gefahr gebracht würde. Nein, nichts dergleichen, das kann ich versprechen. Jetzt möchte ich kurz mit eurem Gefährten sprechen. Ihr müsst entschuldigen, aber ihr seid nicht ganz das, was ich erwartete. Nach allem, was man mir erzählte, erwartete ich jemand Größeren. Ich hatte mir den Anführer der Schattentriebe auch beeindruckender vorgestellt. Was genau hat man von mir erzählt? Was wollt ihr von mir? Ja, nun, wenn man sich einen Namen wie Bootscrap gemacht hat, dann weckt das nicht gerade freudige Erwartungen beim Gesprächspartner. Ich versichere euch, dass ich mehr bin, als ich scheine. Ich bin mir sicher, auf euch trifft das ebenfalls zu. Eine Bemerkung am Rande. Ich bin nicht der Anführer der Schattenliebe, wie ihr vielleicht glaubt, aber ich führe sie doch in solch einem Ausmaß, dass dieser feine Unterschied für euch keine Rolle spielt. Aber das ist jetzt unwichtig. Ich würde gerne wissen, was man euch von mir erzählt hat. Oh. Man hat mir so manche Geschichten von euren Taten erzählt. Ein wenig von euren Aktivitäten hier, Cutler. Und auch von den Dingen, die ihr im Norden getan habt. Ihr müsst verstehen, dass eine Organisation wie die meine auf guten Informationen beruht. Derjenige, der sich in Unwissenheit ergeht, wird bald zur Zielscheibe und so weiter. Ja, wir haben ja auch damals in Baldur's Gate 1 ein bisschen für die Diebesgilde in Baldur's Tor gearbeitet. Garantiert sind da auch Informationen nach Süden gesackt. Also nach Adkatla. Da ich nicht genau weiß, wie die beiden Gilden in Konkurrenz bzw. in Kooperation stehen, ob sie Informationen austauschen oder ob sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Ich verstehe. Was wollt ihr also von mir? Immer gleich direkt zur Sache kommen. Erfrischen. Wir gehen meine Untergebenen, die immer unsicher von einem Fuß auf den anderen treten, schon auf die Nerven. Eure Offenheit ist bei der erfrischenden Abwechslung. Machen wir es kurz. Gail hat euch empfohlen und ich vertraue seinem Urteilsvermögen. Ich benötige Söldner für einen bestimmten Auftrag und ihr wärt hervorragend geeignet. Warum benötigt ihr da ausgerechnet mich? Warum erteilt ihr nicht einfach einen eurer Diebe den Auftrag? Mit was für einer Bezahlung könnte ich rechnen, wenn ich mir die Sache ansehe? Von was für einer Arbeit sprecht ihr genau? Fragen wir mal das. Die Details. Wie soll ich es ausdrücken? Eines meiner Gildenhäuser im Süden wird von einem ehrgeizigen Gesellen namens Mewa geführt. Ein guter Dieb, aber ich konnte ihn noch nie leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Ist er ein Verräter? Ich habe ein paar Hinweise erhalten, dass er ein wenig größenwahnsinnig geworden ist. Er möchte meinen Platz einnehmen, denke ich, aber ich habe keine wirklichen Beweise für diesen Verrat. Jetzt denkt ihr vermutlich, warum lässt er ihn nicht einfach erbohren? Ja, das könnte ich wohl. Gehe ich ohne Beweise gegen ihn vor, verärgert das die anderen Gildenmeister und ich habe einen netten kleinen Krieger am Hals. Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass mich das nicht begeistert. Macht euch nicht lächerlich, Diebesmeister. Wir haben von eurem Gildenkrieg gehört. Ihr würdet euch doch nicht an Außenseiter wenden, wenn euer Haus stark und solide wäre. Hm? Ja, hierra, schlechter Zeitpunkt. So? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, wir waren bei der Rolle, die ihr bei all dem spielt. Ich möchte, dass ihr euch mehr... was Gilde anschließt. Ich werde euch mit Dokumenten ausstatten, die besagen, dass ihr vom Schattenmeister zugeteilt wurdet. Ihr werdet Mewas Organisation von ihnen ausspionieren und mir die Beweise liefern, die ich benötige. Nachdem Mewas Schuld bewiesen wurde, könnt ihr diese lästige Angelegenheit beilegen und ihn eliminieren. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und das ist ein lästiges Problem weniger, mit dem ich mich herumschlagen muss.
Ihr werdet natürlich mir was Misstrauen zerstreuen müssen. Er weiß ja nicht, wer ihr seid. Ich bin mir jedoch sicher, dass euch das ein leichtes sein wird. Was sagt ihr? Interessiert? Mit was für einer Belohnung könnte ich dafür rechnen? Ich sehe, dass ihr mehr wollt, als euch einfach nur Dankbarkeit und Schandliebe zu erringen. Ich mache euch keine Vorwürfe, ich würde ähnlich denken. Wenn ihr für mehr arbeitet, werdet ihr sicher genug Gelegenheit finden, damit etwas für euch herausspringt. Außerdem kann ich ohne zu zögern sagen, dass ich dann auch noch eine schöne Menge Gold drauflege. Reicht das? Ja, ich nehme den Auftrag an. Ausgezeichnet, ich wusste ja, das würde perfekt klappen. Ihr erinnert mich ein wenig daran, wie ich war, als ich hierher kam. Nur für den Fall, dass ihr schon selbst darüber nachgedacht habt, Yoshimo, wollte ich euch sagen, dass ihr dadurch eure Schulden für eure freiberuflichen Tätigkeiten vermindert. Solange ihr Talisa unterstützt, können wir darüber hinwegsehen, wenn auch nicht für immer. Ihr seid zu gut zu mir, Majestät. Natürlich müsst ihr zuerst dafür sorgen, dass man die Beweise bei Meva findet. Hier sind die Dokumente, die ihr Mevas Männer vorlegen müsst, damit ihr in der Gilde Einlass findet. Ich muss euch sicher nicht sagen, dass ihr vorsichtig sein solltet. Nein, das ist wohl wirklich überflüssig. Geht nur in den Laden, der sich mit dem Hafenviertel befindet und der als Tarnung für Mevas Gilde dient. Gebt den Ladeninhaber Gorch die Papiere und er lässt euch dann in die eigentliche Gilde. Aber jetzt so lange für Meva wie nötig ist, um die Beweise zu sammeln, bringt mir alle Beweise, die ihr finden könnt. Ich werde begierig darauf warten. Wir folgen dem Geheiß von Diem. Oh, das dreht mir den Nagen rum wie ein Rad, in dem ein Hamster endlos herumdreht. Das kann kein gutes Zeichen sein, Talisa. Wir werden also Nachforschungen über diese andere Gilde anstellen, ja? Und was wird dort von uns erwartet? Diebstahl, Mord, die Richtung, die diese Sache hier nimmt, gefällt mir nicht, Talisa. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, Talisa, für uns alle. Denkt jedoch daran, dass ihr euch die ganze Zeit wie ein loyales Gildenmitglied verhalten müsst, damit unsere Tarnung nicht auffliegt. Ja, keine große Herausforderung. Fragt nun. Ja, gut, wir haben immer noch sicher gewissen Spielraum. Und müssen hoffentlich nicht ehrliche Leute ermorden. So, dann haben wir hier unten ja noch zwei Leute zum Reden. Einmal. Oh. Wenn ihr es wollt. Sitsche ist abgehauen. Ich hätte schwören können, dass hier unten jemand war, mit dem ich hätte reden können. Egal. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Geht und sprecht mit Reiner, würde ich vorschlagen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Ja, Diebesgilde. Ein wunderschöner Tag. Gute Geschäfte bei dem Fürsten. Ich glaube nicht, dass ich euch schon mal gesehen habe. Vielleicht habt ihr Interesse daran, euch ein paar günstige Waren anzuschauen, die mir in die Hände gefallen sind. Versucht ihr mir zu sagen, dass diese Waren gestohlen sind? Ich sehe sie nicht als gestohlene Sachen, meine Fürstin. Sie sind nur aus früherem Besitz und wirklich bei der Leichtsinnigkeit, mit der ich an sie angekommen bin, kann man nur davon sprechen, dass sie mir in die Hände gefallen sind. Nun zeigt mir mal eine sehr kluge Ware und eine, die sich bei euch lohnt, wie schnell ihr feststellen werdet. So, Flegel, Streitaxt, vergifteter Wurfdolch. Wow, zwei Stück. Nö. Parkettenhemden. Ein paar Zauber. Ja. Ich warte natürlich. Also nichts Besonderes gerade. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, jetzt muss ich immer noch. Da ist doch ein Eingang. Ja, euer Wunsch. Okay. Ist wo soll leichtfüßig und so? Das ist wohl ein alter Schuppen vor den Schattendieben. Mit ein paar Bolzen, einer verschlossenen Truhe. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Okay. Ich, was immer ihr benötigt, ich erledige es gut. Ah, jetzt ist es aufgegangen. Schleuderkugeln. Pfeile plus 1.
Bolzen plus 1. Ja. Gut. Was liegt hier noch rum? Geld, ein paar Wurfpfeile, ein paar billige. Wurfpfeile plus 1. Nun gut. So, Schleuderkugeln. Ich warte. So. Ja, was möchtet ihr? Und wieder raus hier. Erzählt mir mehr davon. Jo. Hört, hört. Hast du Bo gesehen? Bla bla bla, ist gerade nichts wirklich Wichtiges. Bürgerlicher. Du hast wahrscheinlich Bo auch nicht gesehen, oder? Und begutachtet die Ware. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Okay, das heißt, hier oben haben wir alles abgeklappert. Wir könnten noch in die Taverne. Da ist Mevas Gilde, Cromwells Haus. Also ja, wenn wir in... Das ist jetzt die gute Frage. Wo führt uns die Treppe dahin? Ihr zeigt mir, wo du da! Minsk erinnert sich an dich. Du hast Bo angeschaut, kleiner Junge. Du weißt etwas. Oha. Okay, nehmen wir erstmal kurz die Treppe. Ja, hey, mein Schatz, wie schön euch zu sehen. Wollt ihr euch nicht setzen und ein wenig plaudern? Okay, der kennt ja hier. Es tut mir leid. Kenne ich euch etwa? Ja, da höre ich nicht. Ah, das kann man entschuldigen. Das ist schon etliche Jahre her, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Viel zu lange, wenn man mich fragt. Verzeiht, aber ich benötige ein wenig mehr Information. Wie war nochmal euer Name? Mein Name ist Pleuer, Baron Pleuer. Ich gehöre zu den Pleuers aus Kalimshahn. Kommt schon, ihr müsst euch doch erinnern. Nein, nein, es tut mir wirklich leid, aber ich erkenne euch nicht wieder. Wenn ihr mir wirklich sagen könntet, was ihr macht... Mein Name bedeutet nichts, nichts. Ich bin Baron Pleuer, Pleuer. Ihr habt mich ruiniert. Dass ihr euch jetzt nicht mehr an mich erinnert, ist doch eine viel größere Beleidigung. Ihr seid schuld daran, dass ich heute im Elend leben muss. Ihr und eure Hafterbrüder haben mich beschuldigt, Sklaven in Kalimshahn zu züchten. Meine Geschäfte in der Katla wurden beschlagnahmt. Ich wurde zum Bettler und ihr erinnert euch nicht einmal daran. Ich erinnere mich gut, aber ich wollte, dass ihr es sagt. Und ich wollte, dass es die anderen hören. Was für ein Ausbruch, Herr Pleuer. Ich nehme an, ihr kommt mit eurem neuen Leben noch nicht so richtig klar. Ihr. Das ist genau die Unverfrorenheit, die ich gemeint habe. Es reicht euch nicht, einen Mann zu ruinieren. Nein, ihr wollt ihn anschließend auch noch belehren. Herr Pleuer, verzeiht, aber mir reicht es nicht, euch nur entehrt zu sehen. Ich will euch tot sehen. Die Gerichte hielten eine Todesstrafe offenbar nicht für gerechtfertigt und haben stattdessen nur eure Besitztümer beschlagnahmt. Dass ihr, wenn ihr schon noch am Leben sein müsst, zumindest in Armut lebt, stellt mich zumindest ein wenig zufrieden. Ich würde vorschlagen, ihr ändert euren Tonfall. Ich bin nicht in Stimmung, einem ehemaligen Sklavenhändler gegenüber mildtätig zu sein. Ich sehe, ihr habt euer Feuer nicht verloren. Seid doch immer Hafnerin. Diese hoch aufgeschossene Vogelscheuche da auch? Dieser Typ Khalid hat besser zu euch gepasst. Ist er auch hier? Es geht euch nichts an. Wenn ihr an euren Zähnen hängt, sprecht diesen Namen nicht nur reinbar aus, ihr beschmutzt ihn. Ja, nun gut. Wie steht es mit euren Gefährten, Yahira? Sind sie ebenfalls Hafner? Ich bin kein Mitglied der Hafner, mein Herr, aber ich würde ein Beitrittsangebot nicht abschlagen. Ich denke, ich bin nicht der Typ, um meine Nase so weit in die Angelegenheiten fremder Leute zu stecken, dass ich mich als Hafner qualifiziere. Ich gehöre weder zu dieser
Gruppierung noch zu irgendeiner anderen. Ich liege nicht mit ihnen im Streit und alles andere geht euch nichts an. Ich verstehe. Nun, wenn ihr gemeinsam mit jemandem reist, der mir Schaden zugefügt hat, wird es zu meiner Angelegenheit. Ihr wisst schon, die Freunde meiner Feinde und all das. Ja, ihr und eure Behauptungen haben mich entehrt und mir viel Leid gebracht. Heute werdet ihr dafür bezahlen. Für eure leichtfertigen Anschuldigungen werde ich. Nur dieses Gerede geht ein bisschen zu weit. Ihr wisst doch noch, dass ihr ein Sklavenhändler wart, oder? Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was hier eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass ihr mich ruiniert habt. Und deswegen werde ich jetzt euch ruinieren. In Kaktus. Was habt ihr getan? Rechtfertigt euch! Es ist mein Geschenk an euch. Ihr werdet langsam zerstört werden, ebenso wie meine Familie zerstört wurde. Es ist mein Fluch, mein hässlicher, hässlicher Fluch. Ein Geschenk, das ich speziell für euch zusammengestellt habe. Ich werde es vielleicht nicht mit ansehen können, wie ihr langsam dahin sieht und sterben werdet, aber ich weiß, dass es geschehen wird. Heute Nacht habe ich unter Lumpen geschlafen, damit ich mir diesen langsamen, qualvollen Tod für euch leisten konnte. Niemand hat euch zum Sklavenhändler gemacht. Ihr habt es nur aus Geldgier getan. Jetzt gebt ihr jeden die Schuld, die euch gefasst haben, weil ihr nicht dazu fähig seid, Verantwortung zu übernehmen. Ihr seid ein schwacher, schwacher Mann. Ah, aber ich bin ein schwacher, schwacher Mann, der lebt, während ihr eine starke Frau seid, die stirbt. Grüßt doch Belgarde von mir, wenn ihr ihn mal wieder seht. Ja. Von Silvanus. Ich befördere ihn unter die Steine von Eisat. Wenn ich...